Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wild Flowers. Ja, ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, Fische hatten wir in den letzten Folgen keine gefangen, aber ich gucke trotzdem vorsichtshalber nochmal nach. Hin und wieder sollte man, glaube ich, nochmal gucken, ob man da irgendwas machen kann. Nee, haben wir keine gefangen. Okay. Ist ja wieder ein ganzes Wochenende dazwischen. Dementsprechend muss ich wieder mal ein bisschen schauen. Das war dieser Warblick. Ach so, nee, Warblicktrank, das waren die anderen. Davon brauchte ich 6 Stück, genau. Stimmt. Hatte ich nicht noch irgendeinen Trank, wovon ich nur einen brauchte? Da muss ich mal schauen. Gibt der Hohepriesterin die Tränke? Ja, aber das müssen wir dann nachts machen, gehe ich mal stark von aus. Weil wir kennen die jetzt alle schon. Die Wahl ist mittlerweile in 12 Tagen. Ja, die Hochzeit wissen wir immer noch nicht, wann die ist. Genau, baue ein Wahrsagerbecken in deinem Heiligtum. Das war's. Baue ein Wahrsagerbecken. Was braucht denn. Nee, haben wir doch schon. I need to brew some scrying potion to use it. Meine ich doch. Wir haben schon eins gebaut und wir brauchen noch einen Wahrsagetrank. Das war's nämlich. Die Frage ist jetzt, was brauchten wir dafür? Silberessenz. Ich glaube, Silber habe ich da, aber ich doof habe natürlich jetzt nichts Neues. Ja, Silber habe ich auf jeden Fall da. Ich doof habe aber nichts Neues reingemacht. Das dauert natürlich 8 Stunden. Das heißt, den können wir heute auch wieder vergessen. Ah, obwohl, ne, ja gut, heute Abend wäre der fertig. Wenn ich dran denke, und das ist ein großes Wenn, wenn ich daran denke, dann könnte ich das sogar noch heute Abend machen. Das wäre natürlich super. Und schon habe ich die Aufnahme begonnen und schon fliegt hier wieder so eine kleine Mistfliege bei mir rum. Da kriege ich die Krise, weil die fliegen einem nämlich immer direkt ins Auge oder direkt in den Mund rein. Also wenn es mal irgendwo knallt oder klatscht, dann ist es nicht so, dass ich hier alles zusammengeschlagen habe, sondern das liegt nur daran, dass ich mal wieder versucht habe, auf die Fliege drauf zu hauen. Hey there, Kitty. So, Fische sollte ich ignorieren, weil ich immer noch nicht die Höchststufe habe in der Mine. Wobei, ich bin gerade am Überlegen, wir haben das jetzt schon abgeschlossen, ne? Mit dem. Ja gut, dafür brauchen wir noch eins, das ist klar. Ach so, nee. Eins brauchen wir noch. Nee, ob irgendjemand anders Licht ins Dunkel der Mine bringen kann. Ach, da müssen wir mit den Leuten noch reden. Dinner. Oh ja. Das habe ich verdrängt. Sprich mit Sophia über ihre Pläne für dein Date. Ich habe aber kein Date. Verdammt. Ich will ein Date, aber ich habe keins. Och, nee. So. Ach so, wir haben wieder Bärenzeit, beziehungsweise Waldbärenzeit. Sehe ich jetzt gerade. Die können wir schon mal wieder pflücken heute. Die anderen dürften dann, glaube ich, einen Tag später dran sein. Die waren ja leider nicht mehr gleich. Gucken wir erstmal oben. Hier ist auf jeden Fall noch was. So. Und eins höher müsste normalerweise auch noch was sein. Nicht wieder hängen bleiben. Ja, wir haben jetzt wieder erst 8 Uhr, das heißt, wir können mit ihr schon wieder nicht reden. Ach, das ist immer doof, weil die ist. Boah, ich wusste doch, dass die hängen bleibt. Die ist immer erst so spät, oder alle sind eigentlich immer erst so spät am Arbeiten, aber die ist, glaube ich, besonders schlimm. Die anderen kommen zumindest auch schon mal um 9 oder so. Aber ich glaube, die kommen vor 10 oder was nicht aus dem Haus raus. Da war doch gerade noch was zum Buddeln. Genau. Links habe ich jetzt gerade noch eine Blume gesehen, aber ich gucke rechts nochmal eben. Nee, da ist jetzt gar nichts. Okay. Kann ich den Wald vor lauter Bäumen hier schon wieder nicht mehr sehen? So langsam wird es hier eng. Wir sollten mal wieder was abfällen. Aber gut, wie gesagt, ich muss gucken, dass ich erstmal für die Mine spare. Noch haben wir ja 5.000, wobei irgendwas Größeres wollten wir ja. Ach, das kostet, glaube ich, 5.000, oder? Habe ich hier noch was? Nee, ne? Nee, natürlich nicht. Wäre ja auch zu viel gewesen, wenn wir dann. Nein, du sollst das nehmen, wo du vorstehst. Hallo. Jetzt, genau. So. Wäre auch zu viel verlangt, wenn wir genug Unkraut hätten. Aber meine müden Augen sehen da gerade was. Was ist denn mit dem Rest? Haben wir hier noch irgendwo was? Oh ja, da ist sogar noch eins. Sehr, sehr geil.
Stein können wir auch noch mitnehmen. Ein Pilz ist noch hier. Ja, aber leider nur für einmal Unkraut. Aber okay, das reicht ja. Das heißt, wir können dann endlich die Aufgabe bei dem einen geben, dass er sich darum kümmert, endlich für uns das zu machen, damit wir hier dann auch Futter für kriegen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wie bekommen wir nochmal... Ich glaube, da mussten wir Weizen anpflanzen, aber das wiederum geht nicht in dieser Jahreszeit, ne? Ich meine, das war das Problem. Will man mal einen Schluck trinken und schon ist dieses blöde Mistvieh hier wieder am Rumfliegen. Und ich meine jetzt nicht Nugget. Ich meine auch nicht die anderen Hühner. Ich meine dieses blöde kleine Fliegenviech hier. Ich glaube, das ist neben Internetausfall oder sowas natürlich eins der schlimmsten Dinge, die YouTuber und Streamer haben können. Mini-Fliegen, die irgendwo oder irgendetwas, was um einen rumfliegt. Das können ja auch Motten sein oder Mücken oder sonst irgendetwas. Ich glaube, das ist wirklich das Schlimmste so für einen YouTuber beziehungsweise einen Streamer. So, sind die jetzt alle schon weggelaufen? Habe ich doch noch nicht alle gemacht. Da müsste doch mindestens noch eins sein, wo ich noch kein Ausrufezeichen habe. Ja, meine ich doch. Aber wirklich nur eins, ne? Wen füttere ich jetzt hier gerade? Ich dachte, das Schwarze. Achso, doch. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen, da hat sich jetzt eins dazwischen gefuscht. Hallo, mein Kleines. Du bist ja immer noch nicht stark und groß und ausgewachsen. So geht das aber nicht hier. Jetzt hat hier keiner Wolle heute. Doch, der eine hat Wolle. Kommen sie direkt schon alle an. Wenn du das Kleine am Kuscheln bist, dann kommen sie alle an und wollen geknuddelt werden. Besonders die, die geschoren werden wollen. Die sind dann auch immer dazwischen. Es tut mir übrigens leid, sollte ich zwischendurch immer mal wieder so Redepausen machen. Ja, ich weiß, die einen freuen sich darüber, die anderen nicht. Aber ich habe es im Moment total im Hals. Also der Hals ist tierisch kratzig. Man merkt das auch in meiner Stimme ein bisschen. Und ich versuche mich mit Tee über Wasser zu halten und keinen Hustenanfall zu bekommen. Aber zwischendurch muss ich dann immer mal wieder kurz schlucken und ja, oder mal kurz einen Tee trinken oder sowas, damit es wieder einigermaßen besser geht. Wer von euch möchte jetzt noch? Der Braune, oder? Ja, meine ich doch. Ich meine, das Kleine war klar, dass das schon war. Mein Schaf hat gerade gemut, aber ist nicht schlimm. Da hat die Kuh im Hintergrund gemut und es sah aus, als ob es ein Schaf ist. Da habe ich ein ganz tolles, also habe ich leider nicht mehr, aber da hatte ich früher mal ein ganz tolles Video gemacht mit der Videokamera von meinem Vater. Vor Ewigkeiten, wo ich so 10 war oder so, ich weiß es nicht. Was haben wir denn? Freitag? Ja, da müssten die ja eigentlich da sein. Da lief im Hintergrund, ich glaube, Hurra, die Schule brennt. Also eins von diesen Filmen, die damals in waren. Oh. Oh, you twice blasted little... Did you just electrocute yourself? Yes, again. Oh, I was fiddling with these wires, but it's so dang hard to get an electrical charge reading without my Versorium. So, pss, pss, over and over. Sorry, without your what now? My Versorium. It's an incantation-powered device that detects electric charges. I use it for everything. Charge up wires with magical energy and you've got dangerous currents on your hands. Except I haven't seen the Versorium since I last went into the mines. Yes, so you lost it? Yeah, probably. Classic Zephyr. Oh. Hey, if you see a little metal box covered in runes down there, yeah, could you pick it up? Sure. As long as it doesn't spark my fingers off. Okay. Ja, da müssen wir doch noch in die Minen gehen. Dann ist es gut, dass ich mir das aufgespart habe. So that Baker fella's getting married, is he? Ah, good for him. He better not go on any post-wedding trips. Then I won't be able to pop in behind his bakery and smell the cakes in the oven. Ooh. Zephyr, that's creepy. Nah, I know. But I can't help it.
Ich dachte schon, die sagt jetzt, dann kann ich nicht mehr in seinen Laden auftauchen und die Sachen essen. Oh, hi, jetzt sind beide hier. Moment, reden wir erstmal mit dir, damit du nicht abhaust. Violet's such a talented seamstress. She noticed that my sweater had a pull, so she grabbed a crochet hook and threaded it back in. It might have been more comfortable if she had let me take it off first, though. Es war mir klar. Hi. I heard about the wedding. Good for Francis. He's a delight. If I have a spare hour, I like asking him about the pieces he's working on. He loves old things, old stories. Same as me. Alt? Wirklich? Und ich? Ich bin nicht alt. Du sollst mich lieben und heiraten. Oh, das wird wohl noch dauern. I am confused about why your village is choosing between two barely competent men to lead. Surely Lena or Amira could do a better job? Yes, but they're not running. Well, they should. Ja, definitiv. In der Regel sind Frauen ja auch besser in sowas. Es sei denn, sie sind auch gekauft, dann sind sie natürlich genauso scheiße wie die Männer. Ariel, I need to ask you something about the mines. Ah, an exquisite habitat. What do you wish to know? Are you the one who drove it out of business? At last, someone figures it out. Yes. And did you hide all the keys too? Most certainly. But I just... Why? The humans were making far too much noise. And the ores. They took and took. It hurt the animals that make the cave their home. The keys were a prank. A vicious one, true. But it worked. Ja, er hat viele Tiere gerettet, weiß ich nicht. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe da noch keine Tiere drin gesehen. Aber sie haben natürlich ihre Arbeit verloren. Tja. Nett zu ihm oder realistisch? Ich bleib mal bei Fliegenklatschen und bei realistisch. A lot of people worked in those mines. They had to leave once their jobs disappeared. Jobs, work, labor. Blah. That's all humans talk about. Perhaps if they didn't salivate over jobs, they would have left the caves untouched. I can't tell Giva what actually caused the mines to close. That is true. You do not want to incur the Coven's wrath. Or Perry's, I can tell you. Du solltest Gina berichten, was du über sie, über die Mine erfahren hast. Ja. Macht sie das da? Also, sie verheimlicht hoffentlich einen Teil dabei. Weil das steht jetzt wieder so blöd da. Moment, die Minen. Nee, Moment. Irgendwas wollte ich doch gerade noch. Irgendwas war doch hier. Ach so, genau, zu dem einen wollte ich noch. Das ist jetzt das Erste, was ich heute mache. Stimmt. Oben habe ich gegossen, unten habe ich noch nicht gegossen. Wobei wir ja den Roboter haben. Ich bin mal eben. Ich will den mal testen. Ich weiß ja nicht, was der braucht. Hallo? Was der braucht oder wie er das macht. Das brauchen wir nur dafür, oder? Also ich teste es mal mit ein. Ich weiß nicht, ob wir die vielleicht später nochmal für irgendwas anderes brauchen. Treibt ihn 5 Tage an. Achso, was steht denn bei den anderen? 3 Tage? Achso, das ist so ein Unterschied. Ja, okay, verstehe. Hey, Planty. Water some plants for me today. Mhm. Das schauen wir uns jetzt mal an. Komm ein bisschen schneller. Ach, der nimmt nur eine Gießkanne. Na. Okay, ist dann doch nicht so spektakulär, wie ich dachte. Dann ist okay. Ach so, was ist mit unserem Wein eigentlich? Ich glaube, der braucht noch ein paar Tage, ne? Nein, nur noch 7,5 Stunden. Sehr schön. Dann können wir Wissi heute Abend wieder einen Wein schenken. Das dauert zwar unheimlich lange, bis wir bei ihm weiterkommen, aber immerhin. So, jetzt müssen wir hier erstmal komplett durch. Das tut so weh, dass man mit den Leuten jetzt nicht spricht, weil man ja weiß, dass man die immer noch leveln muss.
Aber, Moment, du darfst jetzt nicht an mir weg vorbeilaufen. I've asked Wesley if he'd like to carry the Book of the Mind at his bookstore, but he keeps saying no. I don't understand. It's a great opportunity. Yeah, it's just not the kind of book Wesley really sells. Ja, und warum sollte er so einen Schrott auch verkaufen? I'll be happy when Angus and Francis are finally married. The wedding is all Angus has been able to talk about on Sundays. Ach so, ja, ich wollte ja nicht nur mit dir reden. Ha! 2000 war das nur, nicht 5000. Ja, dann. I'll be over there right quick to start on your field. It should only take a day or so. Ah, perfekt, perfekt. Geh du schon mal rüber. Sehr schön. Wir machen jetzt noch einen kurzen Abstecher in den Wald rein. Da können wir auch noch mal kurz gucken. Ne, die sind heute nicht fertig. Okay. Wäre jetzt perfekt gewesen, aber dann nicht. Ah, du bist auch hier. Ja, dann. I think I uncovered what happened in the mines. Who? Tell me, tell me. It was, how do I put this? A kind of corporate sabotage. I would have never guessed that. By whom? Es ist ein Mysterium. Es war ein Korruptierer. It's a mystery, but it was definitely intentional. Well, the best mysteries have an unsolvable element, right? Something for the reader to guess at. I'm glad you feel that way, because I don't think you'll be figuring this one out. Well, in any case, we both learned so much from your adventures. Thank you, Tara. Anytime. Okay, und dafür haben wir jetzt auch noch Gold bekommen. I've always had a bit of an aversion to marriage, if I'm honest. Probably because all of my cousins let themselves be set up by the most famous matchmaker in Mumbai. To be fair, they all seem pretty happy. But that just wasn't for me. Glücklich sein ist nichts für sie. Ja gut, dann lassen wir sie mal allein. Ihr fällt schon vor Schreck die Brille runter. Was war das denn hier? Magisches Brillenputzen oder was? Oje, oje. Shelby! Oh, ich will immer hier diese Insekten aufsammeln. Francis reminds me a bit of an old friend of mine. We met not too long after I first came to this country. Are you still in touch? No, not for years. Some bridges can't be mended, I'm afraid. Ja, manche will man ja auch nicht wieder aufleben lassen, ne? Gut, ey, jetzt offensichtlich schon. Im Wald sind wir noch nicht ganz fertig. Wir haben noch eine Alraune. Perfekt. Was sagt ihr mir denn hier eigentlich? Ach so, das ist nur das mit der Hohepriesterin. Das ist klar, das müssen wir nachts machen. Das ist er gerade am Machen. Da müssen wir bis heute Abend warten. Ach ja, ich muss ja noch mit Sophia sprechen. Das ist kein Date. Ich will nur mit dem was unternehmen. Ich will sonst nichts mit dem machen. Das ist kein Date, Sophia. Die hatten wir schon. Nein, komm. I've been thinking lately. Mom left us right after Dad decided not to run for mayor again. Do you think that might be why? Maybe she just didn't want to live here if she couldn't be first lady anymore. I'm sure that's not why, Sebastian. Yeah, that doesn't make sense to me either. I know it's all in my head, but sometimes I feel like everyone's staring at me. I feel that way sometimes too. There's one thing I can promise. No one's judging you nearly as much as you are judging yourself. Stimmt, wegen ihrem Notizbuch müssen wir ja noch mit dem Trank arbeiten. I'm so happy for Angus and Francis. I hope they can both remember to relax and enjoy their special day. Mine was such a disaster. Mother just had to schedule a fundraising breakfast that same day, and she almost missed the last ferry before the ceremony. That sounds really stressful. Well, it's hard for her to understand that sometimes others have to be the center of attention, even for just one day. Oje, oje. Aber ich glaube, dann hätte ich die Mutter ignoriert und einfach den Tag genossen.
Mom would get so annoyed when Dad would try to bring me and Sebastian to campaign events. She was all, stop using our children to charm voters. But I can't blame him. We were freaking adorable. Also, tut mir leid, dieses Hin- und Hergeknall im Hintergrund, aber die geht mir so auf die Nerven hier gerade, die Fliege. Da waren wir überall drin. Was ist mit dir? I wish I had more to show you, darling. But the truth is, none of my gems are as lovely as the one you're already wearing. Where did you get it? Oh, my ex gave it to me. What do you think, Tara? Am I crazy to still wear it? Ja, auf jeden Fall. Er ist nicht schön genug. Yes, you need to make room in your heart for a new love. Hey, everyone has to move on in their own time. And when that time comes, I will totally buy that necklace off of you. Thanks for the moral support, Francis. Oh, look at those earrings. They would bring out the green in your eyes. Or maybe this ring instead. You have such graceful hands. Which do you prefer? Gar nichts davon. Usually, I prefer earrings only. I'm putting all my spare income back into the farm at the moment, unfortunately. But they are really beautiful, Francis. Hoffentlich kommt ihr jetzt nicht auf die Idee, mir Ohrringe zu kaufen, weil ich will ja gar keine. So it's confirmed. Our families aren't coming to the wedding. Oh, Francis. No, no, no. It's fine. Really. Friends are the family you choose. And you'll be there, right? I wouldn't miss it for the world. Das ist die richtige Einstellung. Du warst übrigens schon auf Maximum, habe ich gesehen. Dann gehen wir mal direkt nach unten und schauen mal, ob Sophia auf hat. Mit ihr haben wir schon gesprochen. Na, geh doch mal hier rein. We went to visit Dad Milkwater recently. He couldn't remember my name, but he was so happy to see us. I'm gonna count that as a success. Okay. Kai. It must be election time again. I can tell because Otto actually stopped to talk to me. I work right next to his dad, and I think he said hello to me twice in 4 years. Oh, sehr schön. Schauen wir nochmal eben, aber er wird wahrscheinlich wieder nichts Neues haben. Die Metten, Maulbeeren, ne, das sind immer die gleichen. Okay. Ja, sie ist leider da. Okay, dann gucken wir erstmal bei ihm. Heute ist der Tag der Aufträge oder was ist heute los? Hey Tara, some of my volunteers were going to pass out some flyers. They want to introduce my ideas for a new, improved Fairhaven to the community. Let me guess, you need paper? You got it. It would be great to have you join the Marty Party. Sure, no problem. That's great news. As quick as you can, we gotta get moving. 20 Stück, naja gut. Dann müssen wir das mit der Mine wohl doch noch ein bisschen aufschieben. Achso, der ist schon voll. Grinst nicht so, ich will kein Date mit dir. I took my broom to Zephyr for its usual tune-up. I don't know what she did, but the thing's got a real kick now. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, hi, ich muss erstmal deine Besucher hier. Deinen Kunden erstmal anquatschen. Every fall when it started getting cold, my mom and me would snuggle up under a blanket and watch old movies. Do you wish she was here? Kinda. I wish we could just chill and watch movies the way we did when I was little. But it's hard to do that when you didn't grow up to be the person she expected. Boah, die ist mir hier ihr Herz am Ausschütten und Sophia im Hintergrund. Hi, hier, ich will wegen dem Date mit dir reden. Achso, mit ihm habe ich schon gesprochen. Mist, da muss ich jetzt mit dir reden. I got your letter. I'll put on a romantic dinner for you and Damon. Just bring me some ingredients. Some mushrooms and a tuna should do it. Mm-mm. Ich will aber kein romantisches Essen. Don't tell Juliet, but I'm sad she's gone back to school. This summer, I sometimes persuaded her to come walking on the beach with me. She has an eye for the prettiest seashells. Eieieiei. Ich hätte doch lieber sagen sollen, nee, mit dir will ich nichts anfangen. Jetzt bin ich überall durch, oder?
Das heißt, dass ich wegen... Achso, nee, Moment. Habe ich mit dir jetzt heute Morgen schon gesprochen? Doch, habe ich schon. Okay. Alles klar. Alles klärchen. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Ja, Mine oder Holz. Also Holz wäre dann auf jeden Fall schnell erledigt. Das machen wir dann mal einfach hier unten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Holz ich überhaupt habe. Yes! Ich glaube, pro Stück Holz kriege ich ein Papier raus. Oder wie war das nochmal? Holen wir uns mal 20. 20, meine ich, mussten wir machen. So, vielleicht können wir ja sogar noch ein bisschen was in der Mine machen. Ich weiß es nicht. So, das waren jetzt 20. Dann schauen wir mal beim Papier. Nein, halt, stopp. 20. Ich hoffe, das war jetzt genug. Ja. Nee, hä? Ich habe doch gerade 20 gemacht. Hallo? Ach so, ich habe oben drauf geguckt, dass das 20 Holz sind, aber es sind nur 10. Ah, okay. Dann ist es doch das Doppelte. Naja, gut. Der wird, denke ich mal, immer noch da sitzen. Aber dann haben wir das zumindest schon mal abgeschlossen. Das wäre ganz nice. Die Frage ist, ob er jetzt noch da sitzt oder ob er jetzt schon wieder abgehauen ist. Schauen wir mal schnell nach. Oh, jetzt ist sie sogar hier. Ja, natürlich ist er abgehauen. Och, wo ist er denn jetzt hin? Ist er jetzt im Wald oder ist er jetzt wieder zurück zu sich gegangen? Oder also im Wald steht er ja gerne rum, das wissen wir ja. Ansonsten könnte er bei sich stehen, aber eigentlich nur, wenn er arbeitet. Na ja, hier steht er sehr schön. Do you have my paper yet? We have to get the word out about Fairhaven of the future. Yes, here it is. Thanks. Now, which side do you think I should use for the photo? My right or my left? I'm joking. I don't have a bad side. Ich glaube, ich kenne deine rechte Seite gar nicht. Du stehst immer noch links gedreht irgendwie. So, den haben wir eh auf Maximum. Den brauchen wir nicht. Was haben wir denn noch? Das müssen wir heute Nacht machen. Der Trank ist auch erst heute Abend fertig. Wahrsagebecken haben wir ja schon gemacht, aber den Trank, da warten wir halt auch noch drauf. Ja, und Thunfisch muss ich noch besorgen, aber das ist für mich jetzt zweitrangig, weil ich eh kein Date haben will. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt nochmal in die Mine gehe. Ganz sicher wieder nichts rauskriegen werde. Das ist halt doof. Können wir uns noch irgendwie so einen Tee machen oder sowas? Mal schauen. Tee, Tee, Tee. Oder Getränke generell. Achso, nee, wir haben keine Disteln mehr. Bananen hätte ich noch, aber wir kriegen im Moment keine neuen. Das ist das Problem. Da will ich die jetzt auch nicht verballern. Haben wir nichts, wo irgendwie nur Milch drin ist oder so? Da haben wir auch nicht alles für. Limetten vielleicht. Nee, da brauchen wir schon wieder was anderes für. Nee, also das sieht eher schlecht aus. Na gut, dann gehe ich jetzt noch mal ein bisschen in die Mine. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich damit fertig bin. Und wir dann abends bei dem im Hexenzirkel sind. Bis gleich. So, unsere Silberessenz ist fertig. Das heißt, wir können auch noch unseren Wahrsagetrank machen. Der dauert jetzt... Oh, der dauert genau eine Stunde. Dann können wir das auf jeden Fall noch machen, bevor wir ins Bett gehen. Sehr schön. Ich mache mich jetzt mal auf zum Zirkel und sehe euch dann gleich drüben wieder. So, da sind wir auch schon. Und wir sprechen erstmal mit den anderen, würde ich sagen. We totally need to do a bring your familiar to coven night. Amira's told me so much about her red fox. Did you know that women healers were burned for being witches for centuries, even when many of them weren't witches? Strange.
A woman who can heal terrifies people. I try not to think too much about what that means. Das müssen wir nicht aufladen. Dann gehen wir mal von rechts nach links. I had a chat with Ariel about what the fairy folk actually want for offerings. These days, even they have modern taste. Does anyone else in your family have farsight? More or less. I was born with a particular knack for it. So, Lina. Are the potions ready? Yep. Yes, here they are. Wonderful. I'll take one now. Give the rest out to each member of the coven. The forest is full of useful ingredients for potions. Do not neglect its bounty. So, dann liefere ich den anderen die Getränke. Thanks. For what? The potion, of course. I haven't given it to you yet. Never mind. Here you go, Farseer. Here you go. Thanks, new witch. This smells great. I'll mix it up with some of my own stock when I get back to the bar. Jo. War nicht schlecht. Here you go, herbalist. Thanks. I can get used to this new title. Kräuterkundlerin. Here you go, adept. Appreciated. Plants certainly can be powerful, no? I always thought so, just maybe not so literally. So, ich denke mal, wir müssen noch mal mit ihr sprechen. Ja, da steht's jetzt auch. I've handed out the potions to everyone. Well then, all that is left is to drink your own. Ugh, tastes like grass. If you want to quibble over taste, speak to the journeyman next time. Thank you for all your help. I've been saving these for an emergency, but your propensity for trouble suggests you could use an emergency supply too. Dawn, dusk, morning, night. Hide this place from plainer sight. Eine stachelige Angelegenheit. Aufgabe abgeschlossen. Und ich habe 3 von diesen, nur Saphire, nicht diese energiegeladenen oder wie die heißen. Ja, das war dann schneller als erwartet. Ich dachte, jetzt kommt hier noch eine Riesengeschichte oder irgendwas. Dann gehe ich jetzt nochmal schnell nach Hause und dann schauen wir, was aus dem Trank war es, glaube ich, geworden ist. Beziehungsweise wer jetzt die Notizen gestohlen hat. Bis gleich. Ach so, das ist okay. Ich wollte gerade sagen, wir benutzen please, jetzt Scrying Bowl. I'm looking for Juliet's music. I need to brew some scrying potion to use it. Hab ich doch. Hallo? Noch ein? Glaskugeltrank. Schwebetrank. Jetzt hat die den verbraucht. Hä? Der hat's doch gerade. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? I need to brew some scrying potion to use it. Ja, hab ich doch gerade. Wahrsagetrank, den habe ich gebraut. Und den habe ich jetzt nicht mehr drin. Hä? Gieße den Trank in das Wahrsagebecken, um Gegenstände oder Personen zu finden. Seid ihr dumm? Oder kriege ich jetzt eine Karte oder irgendwas? Ja, den habe ich gerade benutzt. Hä? Also das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, ich kann doch mal einen neuen machen, aber... Wie oft soll ich dann einen machen? Ich dachte, ich benutze das. Ach so. Ah.
Also doch. Okay. Ich dachte schon, es kommt jetzt zum Bürgermeister. Okay. Ah. No, it's mine. It's mine. I'm pretty sure it's Juliet's. She left it in our house. Finders keepers. Anyway, I'll give it back once I figure out how it works. Huh? Juliet makes such pretty sounds that come out of the guitar. I want to figure out how she does it. Oh je. Ja, ich weiß ja nicht, was sie nach dem Aber sagen will. Aber stehlen ist falsch. Das ist richtig. It's wonderful that you want to learn how to play an instrument. But this belongs to Juliet. I know, I know. Okay, you can give it back. Thank you, Emmy. Juliet will appreciate it. Wait, how did you figure out it was me? Lucky guess. Mhm. Na gut, dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgeschlossen. Juliet wird jetzt wohl nicht mehr draußen sein. Das heißt, ihr würde ich das jetzt nicht mehr geben können. Ist aber nicht so schlimm. Ich wollte ja sowieso den Tag beenden heute. Boah, dann haben wir heute wirklich einiges gemacht. Und noch eine kleine Aufgabe für den nächsten Tag mitgenommen. Sehr schön. Ja, dann bleibt mir wirklich nichts anderes mehr übrig, als gute Nacht zu sagen. Und die Sachen mit dem Holz haben wir soweit alles erledigt. Das heißt, wir müssen dann doch in der nächsten Folge nochmal angeln, beziehungsweise ich werde dann außerhalb von der Folge sozusagen nochmal angeln, weil wir ja den Thunfisch brauchen. Es ist zwar nicht meine Priorität, weil, wie gesagt, ich möchte kein Date mit ihm haben. Ich will nur mein Date mit Wesley. Aber das scheint mir ja irgendwie nicht vergönnt zu sein. Naja, ich sag mal gute Nacht und bis zur nächsten Folge. Ciao. Time for bed. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.